Gegeben sei ein Quadrat mit den Maßen 8 mal 8 Längeneinheiten. Es seien zwei Halbkreise so einbeschrieben, dass die Durchmesser jeweils den Seitenkanten des Quadrats entsprechen. Wie groß ist dann der Flächeninhalt der lilanen Fläche? Als erstes tragen wir vom Mittelpunkt des oberen Halbkreises den Radius nach unten ab. Das gleiche machen wir mit dem Halbkreis auf der linken Seite. Vom Mittelpunkt gehen wir nach rechts mit dem Radius. Wenn wir nun diese Bögen hier verschwinden lassen, dann ergibt sich ein viel leichteres Bild. Denn wir wissen jetzt, dass wenn wir den Durchmesser durch 2 teilen, die Radien jeweils 4 Längeneinheiten lang sind. Naja, und ihr seht, wir müssen jetzt nur noch ein Quadrat berechnen und 2 Viertelkreise. Für das Quadrat in der Mitte ergibt sich die Rechnung 4 mal 4 Längeneinheiten. Das sind 16 Flächeneinheiten. Und für etwa diesen Viertelkreis berechnen wir erstmal den Flächeninhalt eines gesamten Kreises mit dem Radius 4 Längeneinheiten. Das wäre Pi mal 4 Quadrat, also 16 Pi Flächeneinheiten für den gesamten großen Kreis. Wir brauchen allerdings nur ein Viertel des Kreises, also rechnen wir 16 Pi durch 4 und übrig bleiben 4 Pi Flächeneinheiten für diesen Viertelkreis. Dieser Viertelkreis hier oben ist genauso groß wie der Kreis hier unten. Deswegen müssen wir da nicht nochmal neu rechnen. Der hat auch einen Flächeninhalt von 4 Pi Flächeneinheiten. Na, und jetzt sind wir schon so gut wie fertig. Wir können jetzt diese Teilflächen zusammen addieren, kommen auf einen gerundeten Wert von 41,13 Flächeneinheiten. Dann berechnen wir nochmal außen von dem Quadrat den Flächeninhalt. Das sind 8 Längeneinheiten mal 8 Längeneinheiten macht 64 Flächeneinheiten. Na und schlussendlich müssen wir von den 64 Flächeneinheiten nur noch unsere ausgerechneten 41,13 Flächeneinheiten abziehen und kommen auf den gesuchten Flächeninhalt von 22,87 Flächeneinheiten für die lilane Fläche.